Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute dachte ich, ich mache mal wieder ein Asperger-spezifischeres Thema und ja. Am Donnerstag hatte ich einen Overload und seitdem geht es mir alles andere als Weltklasse. Ich merke gerade so diese, also ich habe jetzt wirklich das Glück, dass schon einige Tage vergangen sind und es nicht mehr so schlimm ist, aber. Ist jetzt auch noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich bin wieder total topfit. Sowas kann ja bis zu einer bis eineinhalb Wochen gehen. Also es ist wirklich so was manchmal bei mir echt lange dauert. Und ja, ich bin total genervt und würde am liebsten gerade die Zeit nach vorne drehen, obwohl es auch nichts brächte, weil dann wäre ich ja immer noch in meinem Körper, nur die Zeit wäre eine andere. Doof. Na gut, dann würde ich am liebsten gerne in mein zukünftiges Ich hüpfen, damit ich, aber dann wäre ich ja da zweimal in meinem Kopf. Ach, doofer Gedankengang, entschuldigt. Auf jeden Fall merke ich jetzt gerade so diese typischen Probleme wie extreme Müdigkeit. Ich schaffe es echt kaum gerade wach zu bleiben. Also ich glaube, ich bin heute um die 20 Mal hingelegen und habe geschlafen, wirklich wie so ein Stein. Meistens nur so für eine halbe Stunde, aber doch schon recht viel. Ich weiß oft Dinge nicht mehr, wie sie funktionieren oder mir fehlen gerade auch voll viele Worte. Also falls ich ein bisschen länger brauche, tut es mir leid. Ich bin heute auch etwas langsamer als normalerweise. Und ja, naja, das Doofe war halt, mein Pech war, ich hatte am Mittwoch letzte Woche einen leichten Overload und da habe ich dann auch, war dann auch noch okay. Und dann aber am Donnerstag, da hat es mich dann nochmal so richtig weggedetscht und ja, das ist jetzt so, dass ich das jetzt eben auch mehr oder weniger ausbaden muss. Und ja, also ich fühle mich auf jeden Fall gerade, ja, ich fühle mich total dämlich. Ich gebe es zu, ich fühle mich wie so ein, wie total. Als ob mein Kopf leer ist. Ich kann irgendwie, wenn ich gerade in meinem Kopf irgendwas denke, dann klingt das alles total logisch, aber wenn ich es dann ausspreche, dann fängt es irgendwie an, total sich nach Schwachsinn anzuhören. Oder sowas wie, für Arbeiten, die ich normalerweise in 5 Minuten fertig habe, brauche ich jetzt gerade bis zu einer Stunde. Einfach nur vom, wie mache ich das? Wie geht es? Oder einfach vom, ja, vom Zwischentun und Denken brauche ich ewig gerade. Und ja, mir fällt ehrlich gesagt auch sehr, also mein Kopf ist auch vollkommen leergeräumt. Ich habe so den Eindruck, dass sich gerade gar nichts in meinem Kopf tut, dass der einfach nur so, wenn man jetzt gerade meinen Kopf ans Ohr halten würde, wäre da so ein Meerrauschen gefühlt. Und vielleicht wäre es auch wirklich so. Muss ich mal meine Mutti fragen, ob sie sich traut, es zu versuchen. Also. Ich werde euch berichten, ob dann wirklich mehr das Rauschen aus meinem Schädel kommt. Ja. Also, was ich jetzt auf jeden Fall gerade tue und was auch sehr wichtig ist, ist mich erholen, viel erholen. Also, dass ich wirklich, wenn ich müde bin, auch wirklich dann mich hinlege und schlafe. Oder dass ich dann eben gerade auch erstmal akzeptieren muss, dass ich für viele Arbeiten länger brauche als gewöhnlich. Und es braucht, dass ich eben auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel also beim Kochen, wenn ich kann gerade auch nicht kochen oder ich kriege ja gerade kaum auf die Reihe, irgendwas zu machen, da ist Kochen gerade die ganz falsche Idee. Und deswegen muss ich da eben auch gerade damit umgehen, dass ich jetzt eben erstmal viel mehr Hilfestellung brauche. Und um Hilfe zu bitten, ist manchmal sehr viel schwerer, als man denken würde. Aber ich habe inzwischen lang genug geübt, dass ich sagen kann, dass ich sehr recht gut kann und dass ich auch gut Hilfe annehmen kann. Und das ist was, wo ich auf jeden Fall jedem den Rat geben würde. Wenn man euch Hilfe anbietet, dann nehmt sie an, weil der Stolz ist eine Sache, die bringt uns nicht weiter. Weil egal wie man es dreht und wendet, mit dem Stolz fliegt man immer nur auf die Schnauze. Weil ein Stolz, der ist so eine Sache, die. Man kann immer mal wieder stolz auf das, was man geleistet hat, sein und alles, aber man sollte nicht diesen Stolz haben und sich nie helfen lassen. Weil wer sich nicht helfen lässt, der lässt auch nie die Chance zu,
ja, dem anderen die Möglichkeit zu geben, dich besser zu verstehen, dir zu helfen, dich zu unterstützen, für dich da zu sein. Und das ist einfach dann auch kontraproduktiv. Und ja, was ist noch so? Ach Gott, entschuldigt. Ich habe gerade einen ganz schlechten Orientierungssinn. Ich wollte bei uns durch den Gang latschen und bin dann irgendwann auf der Straße gelandet, so ein paar Meter vom Haus und habe mir so gedacht, ups, ja. was ich jetzt aber auch gerade merke, ist, dass ich gerade so überhaupt keine Lust habe, in die Welt nach da draußen zu gehen. Also ich schotte mich gerade komplett ab, weil ich einfach diese Welt da draußen gerade den Gedanken allein dahin zu gehen so furchtbar finde. Also ich habe gerade richtig, ja, man könnte fast sagen, Angst davor rauszugehen, dass und dann irgendwie zu viel zu erleben und dann den Zustand zu verschlimmern. Und morgen, also ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll, weil ich bin verabredet zu einem Treffen und ich weiß echt nicht morgen. Und ich bin mir echt noch nicht sicher, wie ich das jetzt mache. Ich habe da wenig Angst davor, dass es, ich freue mich einerseits drauf, andererseits möchte ich aber auch nicht, dass ich wieder zu viel mache. Weil gerade wirklich sehr wichtig ist, sich viel zu schonen, sich viel zu erholen. Und ja, ich weiß nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffe. Aber ja, garantieren kann ich es auch nicht. Gut, ich mache jetzt an dieser Stelle echt Schluss, weil ich glaube, mein Video ist nicht unbedingt wirklich gut geworden, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat oder zumindest euch ein bisschen hilft. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne was schreiben. Ich werde euch einfach meine ganzen Infos in der Infobox verlinken. Ihr könnt mir über Twitter oder Facebook schreiben oder an meine E-Mail, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Tut mir leid. Wenn egal wie es ist, ich hoffe, ich bin am Freitag wieder einigermaßen fit und dass wir uns bis dahin dann auf jeden Fall wiedersehen. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.